Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Halbblutprinz. Wir sind hier immer noch vorm siebten Stock auf der Suche nach dem Astronomieturm, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich den hier nicht finden werde, oder? Wo ist denn der verfickte Astronomieturm? Aber vielleicht ist er doch hier. Hier ist auf jeden Fall der Wahrsagenturm, aber das ist ja schon noch was anderes, ne? Und eine Menge Steine gibt es ja auch hier nicht. Steine. Ich rede schon wie in Lego Harry Potter. Ich meine natürlich Schilde. Minischilde. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ah, hier ist eine Sackgasse auch noch. Ja, der siebte Stock war ja wohl ein Reinfall. Okay, ich muss jetzt irgendwie versuchen, den Astronomieturm zu finden. Aber ich habe echt keine Ahnung, wo der sein könnte. Gibt es eine Karte eigentlich? Ich glaube nicht. Wo, es gibt wo ist, aber wo ist ja quasi... Nick rufen. Das will ich nicht. Ich möchte den selber finden, den Astronomieturm. Oh, was glänzt denn da? Da oben glänzt was, aber Harry will es nicht anvisieren. Naja. Wo sind wir hier? Da geht es direkt in den sechsten Stock über, ne? Oder ist das immer... Ne, ist immer noch der siebte Stock, glaube ich. Aber hier gibt es ja... Ja, hier ist der Raum der Wünsche, genau. Ah, hier war letztes Mal der Wahrsagenturm. Mal schauen, ob der noch da ist. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, der ist auch weg. Obwohl, wo geht's denn hier lang? Ah, hier geht's zu Slughorns Büro, ne? Oder? Aber zumindest erstmal ein Schild wieder gekriegt durch die Minischilde. Wo sind wir hier? Okay, sind wir wieder im Treppenhaus. Hier war es nicht. Es könnte sein, dass es das hier ist. Ich meine, das war gesperrt letztes Mal. Das haben die Auroren. Gott, wo sind wir denn hier? Hier waren wir noch nie. Glaube ich. Hier ist ja so ein fetter Mönch. Eine Statue eines fetten Mönches. Dass ich sowas noch erleben darf. Ah, hier sind wir. Ja, ja, erinnere ich mich noch aus dem letzten Spiel. Ah, ne, hier sind wir auch schon mal lang gegangen. Ja, dann wird er hier auch nicht sein, weil der Bereich schon auf war. Ich weiß, dass es im Treppenhaus ein paar Bereiche gab, die gesperrt waren vorher. Und den möchte ich eigentlich finden. Ich glaube, das war der vierte oder fünfte Stock. Eins von beiden. Ah, bleib doch hier, Treppe. Na, ist auch okay. Dann geh nach da. Alles gut. Irgendwo müsste hier eine Tür sein. Irgendwo vielleicht. Hallo, Tür. Ich will eine Tür. Da unten ist auch... Wo ist denn hier die nächste Tür, wo man rein kann? Da unten irgendwo? Nö, dazwischen ist irgendwie gar nichts. Doch, da hinten ist... Oder? Ist da hinten eine? Ne, da ist das Porträt. Hier wäre eine. Waren wir eben schon drin, oder nicht? Dritter Stock. Hier waren wir auch noch nie. Aber warum sollte das Astronomieturm im dritten Stock sein? Ach, ich rufe gleich einfach Nick. Na, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Haben die Auroren den Astronomieturm wieder freigegeben? Ich glaube schon, ja. Aber es sieht so aus, als ob ich auf dem richtigen Weg bin, glaube ich, oder? Vielleicht war das gar nicht so schlecht, den dritten Stock zu gehen. Es sieht so aus, als ob Nick mich da auch lang führt, so ein bisschen. Also hier waren wir aber doch schon mal. Jetzt ist doch hier gleich wieder das Viadukt, oder? Nee, nee, nee. Anderes Treppenhaus. Nevermind. Aber das sieht ähnlich aus. Ah, hier sind wir, genau. Hier hat letztes Mal die, im letzten Teil die Knallpokerfrau gespielt. Na, guck mal eine an. Das holen wir uns doch nochmal schnell. Wenn wir schon vorbeikommen. Wer weiß, wann wir hier wieder vorbeikommen. Oh, das reicht doch nicht, oder? Doch, haben wir. 70 von 150. Gar nicht so schlecht. Also, es ist okay. Ah, hier ist diese Hängebrücke, ja. Auch gut. Da hängt auch ein Schild an der Hängebrücke. Das werden wir uns noch kurz holen. Na, nicht so. Er war schon im Ansatz klar, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Huch. Werfen, Heavy. Ne, was? Als ob der nicht getroffen hat. Das war jetzt schon ein bisschen traurig. Aha, guck mal. Da haben wir es doch. Je mehr Schilder, desto besser. Also hier wäre ich tatsächlich lang gegangen bis jetzt. Und jetzt hätte ich nicht mehr gewusst, wo ich lang muss. Aber anscheinend müssen wir rechts. Ah, hier sind wir. Hier ist doch aber... Oh, guck mal. Oh, das ist ja nice versteckt. Aber hier ist doch Verteidigung gegen die dunklen Künste oben, oder nicht? Das ist doch hier nicht der Astronomieturm. Also Nick, tut mir leid, ne? Da hast du mich falsch geführt. Was? Ich gehe mal ganz kurz hoch, wegen Schilden und so. Ich meine, er ist rechts lang gegangen. Er ist irgendwie einfach in der Mitte durch die Wand geschwebt. Kann man hier rein in Verteidigung? Oh, das ist voll schade, dass sie so manche Orte einfach abgeschlossen haben, dass man da nicht mehr hinkommt. Und wo ist der lustige Wasserspeier vom letzten Jahr, der hier stand?
Mann, 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 ist das hier traurig. Nichts mehr so, wie es war in Hogwarts. Das ist ehrlich gesagt echt ganz cool hier. Ich weiß zwar nicht, was der Sinn hier ist, dass man hier quasi einfach so durchfallen kann und ein bisschen Pech, aber es hat für coole Filmszenen gesorgt teilweise. Wo sind wir jetzt schon wieder? Oh, hier ist eine Menge Stein. Geht's hier in den Innenhof, in den Gepflasterten? Nee, geht's sonst wohin? Ach, keine Ahnung. Ich finde mich damit ab, dass ich die Orientierung komplett verloren habe und einfach nur noch Nick folge. Aha! Hier soll der... Hier ist der Astronomieturm. Was macht denn... Also hier ist ja wohl nicht der Astronomieturm. Ich bitte dich, Nick. Wir sind da. Wir sind da. Sehr schön. So, was will der McGonagall von uns? Was willst du, Potter? Endlich mal einen deppenfreien Tag erleben. Aber daraus wird wohl nichts. Oh, du Snap. Bist der Depp, der hier jemanden sucht, der gar nicht da ist. Du Flasche. Malfoy hat die Nachricht geschickt. Hättest du wohl gern. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Die beiden haben mal selbstständig was gemacht und die Nachricht geschickt. Oh, Junge, der hat ja jetzt richtig was drauf auf einmal. Ist auch sehr klug von euch, dass ihr jetzt einfach einzeln angreift, anstatt mal zusammen oder so. Das ist auch ganz cool. Hier ist die Umgebung zerstörbar tatsächlich. Also diese Deckungssachen hier gehen kaputt. Oh, der ist tatsächlich hingefallen. Hey, Corpus. Ja, gut. Wir können ihn wieder aus nächster Nähe einen reindrücken. Das ist immer das Beste. Lass mich mal. Komm schon, Butter. Ach, Crap, du bist aber viel schlechter. Oh, dich kann man so gut treffen. Dank deiner Masse. Um es nett auszudrücken. Okay, warte mal. Wir machen jetzt Trick 17. Oh, er auch. Wow. Wow. Er hat Bock. Oh, fuck. Oh, oh. Alter. Oh, was? Das kann ich nicht abwehren mit Protego? Als ob. Wie Corpus OP. Wo ist er hin? Er verarscht mich. Okay, wir haben ihn voll aufgeladen. Wo bist du, Crab? Komm mal raus, komm mal raus. Oh Gott, er ist da! Ja, hast du nicht gerechnet, der Crab. Merkst du selber, oder? Okay, ja komm, wir machen jetzt einfach die Scumbag-Taktik und ballern ihn weg. Die fette Sau. Weg mit dir. Wo ist Malfoy? Was, nix Malfoy? Oh. Du sollst ihm doch nichts sagen, Blödmann. Kann dir doch egal sein. Sitz sowieso in der Falle. Das ist tatsächlich ein guter Tipp, da du, wo du ihn nie finden wirst. Im Raum der Wünsche, weil da keiner reinkommt, solange der andere das nicht will. Okay, ja, die haben uns hier eingesperrt, die beiden Genies. Richtig genialer Plan, hier Harry aufzulauern und ihn zu verhexen. Dumm nur, wenn man selber nichts kann im Duell, aber hey. So weit haben sie jetzt nicht gedacht. Lol, wow. Bester Reparo, den ich je gewirkt habe. Na komm. Nice. Wir können erstmal den Turm hochgehen. Das Tor kriegen wir immer noch auf. Das kriegen wir schon hin. Und das ist eigentlich, ich glaube, der einzige neue Ort, den sie für dieses Spiel hinzugefügt haben. Der Astronomieturm. Was an sich ein cooler Ort ist. Hier haben sie halt Astronomie mit den ganzen Ferngläsern und sonst was. Das ist an sich ganz cool, aber... Was heißt an sich ganz cool? Das ist schon ganz cool, aber haben sie halt nur hinzugefügt, weil Dumbledore und Harry da ankommen. Ist aber auch mutig, hier in so einem offenen Turm so goldene Gerätschaften zu lagern. Also wenn da die Vögel nicht dran gehen, dann okay. Aber ansonsten empfinde ich das als relativ mutig. Ja, viel mehr haben wir auch nicht im Astronomieturm. Das sieht ganz cool aus. Schön großes Fenster. Tatsächlich auch mal ein Fenster mit Glas. Hat man in Hogwarts auch eher selten. Die meisten sind ja irgendwie offen, gefühlt. Aber gut. Ja, die Treppe ist anscheinend noch um einiges länger, als wir sie laufen. Muss ja auch hoch sein, ne? Sonst kann man ja nicht Sterne gucken. Ist da noch ein Schild gewesen? Nee, ne? So. Wir sind natürlich auch Next Level. Wir machen den hier kaputt. Dingsen den durch und... Als Zauberer kann man sowas halt, ne? Da geht einiges. So, jetzt setzt er sich da ein und wir sind wieder frei. Hoffentlich. So viel zur Theorie. Nice. Easy. Ach, der Draco. Crab und Goyle haben dich angegriffen. Nichts richtig, Neues. Man. Malfoy richtig, war nicht bei ihnen. Er verschwindet manchmal auch von der Karte des Rumtreibers. Sieh nur. Anscheinend fehlt er dir. Einer kann ja nicht einfach verschwinden, oder? Anscheinend fehlt er dir. Beziehungstipps mit Ron Weasley.
Tja, den Vogel hat's zerlegt, würde ich sagen. Hat nicht so ganz geklappt, Malfoy. Tut mir leid. Vielleicht für dich. Hat Hermine ja recht. Ich sollte Malfoy vergessen und mich auf Slughorn konzentrieren. Aber wie soll ich bloß an seine Erinnerung kommen? Ich weiß ja noch nicht mal, was ein Horcrux ist. Ron! Ja. Wunderschön, oder? Der Mond? Ja, das Fenster ist geil. Ja. Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken, Harry. Ich liebe sie. Aber glaubst du, sie weiß überhaupt, dass ich existiere? Naja, sie knutscht doch andauernd mit dir, oder? Knutschen? Ich habe noch nie mit Romilda geknutscht. Romilda? Wer ist Romilda? Ron, hast du von der Schokolade gegessen? Die ist von Romilda Vane und da ist überall Liebestrank drin. Romilda. Und trotzdem hat Harry sie einfach aufgehoben. Kannst du mich mit ihr bekannt machen? Ja, sie... Sie ist in Slughorns Büro. Ja, sie ist ganz bestimmt da. Komm mit. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ne, Harry? Also, tut mir leid. Du weißt, dass da Liebestrank drin ist und denkst dir einfach so, jo. Hey Ron, hast du deine Zaubertrank-Hausaufgaben schon gemacht? Hermine, du bist ein Mädchen. Es überrascht mich, dass du das bemerkt hast, Genius, Ronald. Genius, Ronald. Glaubst du, Romilda mag Blumen oder Schokolade? Kümmer dich nicht um ihn. Er hat aus Versehen Liebestrank geschluckt. Aber ich bring ihn zu Slughorn. Was war denn das jetzt für eine Bemerkung? Romilda zu sehen. Oh, Romilda. Oh, Romilda. Was war denn das für eine Bemerkung, Hermine? Du bist ein Mädchen. Das ist übrigens eine der geilsten Stellen im ganzen Spiel. Ich meine, erstmal die Mucke, ja? Wie er läuft. Also, übelst ein sassy Walk. Das ist ja echt geil. Kann ich nochmal hoch? Da war nämlich noch ein Schild, was ich mir gerne holen würde. Aber die Musik ist absolut genial. Die ganzen Schilder sind Herzchen. Hey, Harry. Sag mal, zum Idioten mache ich mich hier gar nicht, ja? Guck, wie fancy ich laufe. Das kannst du noch lange nicht. So, das Schild nehmen wir mit. Da kennt Ron Weasley nix. Das ist schon nice gemacht. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, Harry, ich bin nicht so schnell. Ich muss hier cool und entspannt langlaufen. Also die Sequenz ist absolut göttlich. Jetzt tanzt er ein bisschen ab. Wie geil ist das denn? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. War das, weil ich stehen geblieben bin? Leute, wie geil war das denn? Der tanzt, wenn man stehen bleibt. Das ist ja geil. Okay, das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Oh, das kann ja alles. Bitte, Ron, tu es nochmal für mich. Komm, nicht umgucken. Ist keiner, der dich sieht. Ein bisschen dancen. Ja, das war jetzt kacke, Ron. Das enttäuscht mich jetzt. Jetzt macht er nichts mehr. Ach, Ron, du bist echt ein Lappen, ne? Da bist du einmal cool und dann wieder nicht. Das ist echt verdammt geil. So könnte ich durchs ganze Spiel laufen. Oh, was mich tatsächlich interessiert, kann man in diesem Zustand sich duellieren. Ich hab da mehr Spaß dran, als ich sollte, ey, ohne Witz. Wollen wir... Oh, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ah, das ist, glaube ich, Zeitverschwendung, aber ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich möchte mich in dem Zustand duellieren. Ich meine, so ein tanzender Ron im Duellierclub, das hätte schon was, oder? Ah, warte mal. Ach doch, die Treppen sind da, alles gut. In der Theorie alles drin. Tatsächlich, solange wir dieses geile Theme im Hintergrund haben, mache ich hier alles. Und Herzchen aus den ganzen Sachen kommen. Ja, chill dein Leben, Harry. Ich will nicht zu Romilda gerade, ich will hier zum... Romilda! Romilda Vane? Lol. Ron war verzweifelt. Er ist vor Verzweiflung gestorben. Okay, es geht nicht. Schade. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, aber... Auch interessant. Hat bestimmt auch noch keiner gemacht, da einfach wegzulaufen und diesen komischen pinken Deathscreen zu kriegen. So, Harry, jetzt nicht wieder einen Anfall kriegen. Ja, ja, Romilda wartet. Ach, das Schild bleibt gesammelt. Okay, das ist cool. Das finde ich gut. Ja, komm, Harry. Ab zu Slughorn. Der soll mir ein Gegengift geben. Ich meine, ab zu Romilda, Harry. Ab zu Romilda. Boah, die Musik ist so ansteckend. Man muss einfach mitsingen. Und mit Ron mittanzen. Ja, ganz viele Herzchen. Komm, Ron, noch einmal. Das ist einfach so dumm, ey. Oh Mann. Naja. Jetzt ist gut. Jetzt habe ich das überwunden. Oh, hier kam aber viel raus. Holy shit.
Warte mal, das ist das falsche Stockwerk hier, ne? Wir müssen noch runter. Das ist Slughorn. Der ist nicht im 7., sondern nur im 6. Stock. Für den 7. hat es nicht mehr gereicht bei ihm. Komm, jetzt laufen wir noch mal ein bisschen sassy hier lang. Oh. Ich bin Ron Weasley. Ich habe richtig Bock gerade und ich schüttel meine Arme aus. Ja, ganz viele Herzchen. Nehmen wir mit. Boah, diese pinken Screens zwischendrin. Oh oh. Gefahr im Anmarsch. Ich hab überall nach dir gesucht. Ich hab dir... Lass mich in Ruhe. Harry stellt mich gleich Romilda Vane vor. One. Ich erkläre alles später. Alter, der Korb ist krank, Mann. Die Arme. Also das ist ja wirklich... Viel schlimmer kann man es nicht machen, Ron. Da tut mir leid, ne? Aber das war jetzt echt nicht so gentlemanlike. So. Wir müssen zu Slughorn. Ja, ich bin doch schon da. Lass mich doch hier langlaufen, Harry. Und nochmal ein Tänzchen vor Slughorns Tür. Okay, reicht. Auf geht's, Ron. Es tut mir leid, Sie stören zu müssen, Sir. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Wo ist sie? Was hat Wendy denn? Ja, der arme Weasley, Wendy, Sir. Romilda, welch hübscher Name für eine hübsche Hexe. Er hat aus Versehen einen Liebestrank geschluckt. Verstehe. Kommen Sie. Ich habe alle nötigen Zutaten hier in meiner Tasche. Rein zufällig. Es ist ein schwieriges Gegenmittel. Nein, ich glaube, wir sollten uns beeilen. Nee, Wendy geht's gut. Oh Gott, ich muss das selber machen. Ein bisschen Zimt. Boah, das sieht aus wie so richtig geile kubanische Zigarren, ey. Holy shit. Boah, und schon wieder dieses Theme. Das ist... Ach ja, ganz ehrlich, der 6. Teil... Ich glaube, ich ändere meine Meinung nochmal. Ich glaube, der 6. Teil ist der beste. Ohne Witz, so viel Liebe fürs Detail, wie da reingeflossen ist. Das einzige Problem ist halt, dass der echt kurz ist und irgendwann halt ein bisschen sich immer wiederholt mit dem Zaubertrank-Quidditch-Duell. Aber an sich ist der echt nice. So, komm, red mal Orange jetzt hier, du Kackmischung. Oh, das war fast zu viel. Rizinusöl. Wenigstens riecht es nicht so schlecht, wie es schmeckt. Wie riecht denn Rizinusöl? Ich meine, ich weiß auch nicht, wie es schmeckt, aber kann man auch bei uns kaufen in der Muggelwelt. Ich weiß gar nicht, ist gut für Verstopfung, oder? Soweit ich das weiß. Aber ich habe keine Ahnung. So, nochmal Zimt rein. Warum sagt man da nicht gleich zweimal Zimt, sondern irgendwie nur einmal? Naja, ich bin ein Meister der Zaubertränke. Spulenwurzel, das ist das, was Luna immer trinkt. Oder ihr Vater, vielmehr. Ihr Vater. Wir sind ganz schön knapp mit der Zeit, merke ich gerade. Erstmal wieder köcheln lassen. Noch mehr Spulenwurzel rein. Das soll auch ekelhaft schmecken. Der arme Wendy, ey. Der wird gleich ordentlich einen richtig ekligen Trank trinken müssen. Oh, das wird echt knapp. Rühr die Scheiße doch. Rühr die Scheiße mehr, Harry, komm. Komm, pink. Ja, und orange. Okay, das schaffen wir aber, glaube ich. Außer ich versag jetzt noch komplett. Und nochmal Zimt. Ausgezeichnet. Und auf pink. Brodeln lassen. Okay. Puh, nice. Wahrscheinlich keine 5 Sterne wegen der Zeit. Oh doch, easy. Easy Game. Weil ich war also dick jetzt 5 Sterne. Das war ja überhaupt kein Problem. Aber keine Medaillen leider, kein Abzeichen. Da müssen wir nachher mal gucken. Nach so, mein Spiel. Junge, ein kleines Tonikum für Ihre Nerven. Was ist passiert? Liebestrank. Ich fühle mich schlecht. Ich kann nicht verstehen. Hast du so schön getanzt, ein Schlückchen, Harry? Ron? Ron! Professor, helfen Sie ihm! Was? Wie bitte? Vergiftet? Er wurde vergiftet? Nein, you don't say. Das hat's... Lol. Ein Besoir, brillante Idee! Die Kapitän ist ja auch geil. Wendys Leben gerettet. Er haut einfach alle Flaschen um und kommt dann auf einmal mit dem Besoir wieder. Ey, Harry ist einfach ein Genius. Und Slughorn ist inkompetent des Todes, ey. Ohne Spaß. Dann hätte er wohl selber machen können. Er weiß ja wohl am besten, wo er seine Besoire hat. Na gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Die Liebesszene. Was macht sie überhaupt hier, Juan Juan? Ich bin deine Freundin. Ja, hast du Hermine gesehen? Ups. Schade, dass du keinen Trank bauen kannst, der Ron mit Lavender hilft. Ein Glück, dass dir gestern die Idee mit dem Besoire gekommen ist, Harry. Ja, kein Problem, Ginny. Ein Glück, dass einer im Raum war. Komm, kein Ding. Bald fängt das Spiel gegen Hufflepuff an. Bis gleich am Quidditch-Feld. Schade, dass du keinen Trank brauen kannst, der dir mit Harry Potter hilft. Ups, habe ich das laut gesagt? Da tut mir leid. Kann ich den Stuhl hier benutzen für Schild? Nee, was soll man denn... Ah, hier ist eine Bank.
Dann nehmen wir doch die Bank, weil hier hängt noch so ein Schild an der Wand. Oh. Not like this. What? Macht das Schild kaputt, Harry. Sag mal. Ah, okay, hat funktioniert. Ich glaube, jetzt verstehe ich auch, was der Grund ist. Warum man. Ah, kann man sonst doch in den Krankenflügel? Ich wollte gerade sagen, ich verstehe jetzt auch, warum, was der Grund ist, warum der zu ist. Damit man halt nicht reinkommt, während jetzt theoretisch Ron da liegt und so. Aber vielleicht kann man ja da ja rein, wenn das Kapitel vorbei ist oder so. Wenn er da quasi nicht mehr drin ist. Wir wollten zum Quidditch-Feld, ne? Ja, da weiß ich natürlich ganz genau, wo das ist von hier. Ja, kein Problem für Harry Potter. Und zwar, hier bin ich schon auf einem richtig guten Weg. Hier bin ich völlig falsch, glaube ich. Aber das ist ja zum Glück ein Porträtpasswort. Da gehe ich einfach durch und dann durch den lodernden Käfermann und dann ist alles gut. Huch, ich bin wieder am Sliden. Schneidiger Gedogen. Guten Morgen. What? Frühstückszeit, würde ich sagen. Ja, stimmt schon. Oh, ich bin ja so hungrig. Das freut mich für dich. Sieht man die auch an. Ach Gott, die ist ja ganz unten aufgehängt, ne? Boah. Muss ich nochmal hier 30 Stockwerke hochlaufen. Mann, Hogwarts, ey. Hättet ihr das nicht besser organisieren können mit den Porträtpasswörtern? Kann man nicht in einen großen Raum kommen wie bei Harry Potter 3, wo alle Porträts sind? Das wäre doch schön. Sorry. Wollt ihr nur das Buch aus der Hand mobben? Dir auch. Und euch beiden. Er stinkt und ist auch noch doof. Die Beleidigungen sind hier und flieg von den Sissons. Der kurze Käfer. Es heißt, ich wäre paranoid. Aber das kann nicht sein. Ich weiß ja schließlich, dass es sie gibt. Ja. So sehe ich das nämlich auch. Mein lieber lodernde Ohrenkneifermann. Jetzt freue ich mich mal wieder auf Quidditch. Für mich ist es ja immer ein bisschen her, wenn ich die Folgen aufnehme. Da ist immer ein bisschen Abstand zwischen. Oh nein. Ja, er wurde. Dann brauchst du neuen Hüter. Und da ich der Beste bei den Testspielen war, sehen wir uns gleich auf dem Feld. Wer sagt das? Er hat sich einfach selbst eingewechselt. Ron war der Beste bei den Testspielen. Aber jetzt haben wir dich am Hals. Er ist einfach selbst eingewechselt. Was soll das denn, McLaggen? So geht das ja hier nicht. Ganz ehrlich, der hat es auch nicht verstanden, dass das ein Teamsport ist, ne? Für den geht's immer nur ums Ego. So läuft das nicht in Harry Potters Quidditch-Team. Das ist halt egal, ob die Leute gut sind. Da nimmt man auch mal einen Ron Weasley für den Team-Spirit. Das ist der Lukas Podolski des Quidditch. Der ist einfach für die gute Laune da. Und können tut er zwar nichts, aber für die gute Laune da ist er gut. Wow, bis jetzt haben wir alles perfekt. Wow. Ja, wie anrempeln? Hier ist doch keiner. Wow, holy shit, da war jemand. Ja, den haben wir aber weggemobbt von oben. Ja, bis jetzt immer noch alles perfekt. Das gefällt mir doch. Piu. Aber bis jetzt auch noch nicht so schwer. Ich meine natürlich auch, ich bin schon ein ziemlich guter Flieger, aber war auch noch nicht so schwer. So, haut ab hier, ihr anderen Trainingspartner. Den namenlosen Trainingspartner, die nur dafür da sind, von Harry weggemobbt zu werden auf dem Weg. Wow, haben wir. Und haben wir. Nice. Und haben wir. Ja, immer noch perfekt. Ja, ja, ich zeig doch, wie man es macht. Bis jetzt besser geht gar nicht, Jimmy. Oh, den hat man spät gesehen, aber habe ich. Habe ich auch. In den Wald? Das wäre schon cool. Ah, schade. Leider dreht er davor nochmal ab. Aber so ein kleines Stück durch den verbotenen Wald würde ich schon nice finden. Muss ich aber ganz ehrlich sagen. Oh. Oh. Oh, wird mein Traum in Erfüllung gehen? Nicht ganz. Ja, wohl doch so ein bisschen. Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Ein kleines Stückchen länger und dann wäre es ideal gewesen. Aber war schon so cool. Und jetzt unter dieser kleinen Brücke hier lang. Der Schnaps ist einfach durch den Brückenpfeiler geflogen. Oh. Nein. Meine Stream. Der war aber auch spät zu sehen und schwer zu sehen. Was ist das hier für ein Quidditch-Spiel, was nicht im Stadion stattfindet, oder was? Ist das da unten die Brücke, gegen die der Drache geklatscht ist? Ich glaube schon. Im vierten Teil. Alter, Ginny, was tust du hier? Und dieser andere Gegenspieler nervt mich auch. Der soll mal zurück aufs Feld. Und nicht hier seinen Hüter behindern. Oh, fuck. Da bin ich... Ah, ey, der Assi. Hau ab. Okay. Wir haben ihn einfach volle Kanne gegen das Zelt getreten. Das finde ich gut. Quidditch ist natürlich auch ein physischer Sport, ja. Da passiert sowas schon mal. Ah, ist leider nicht mehr alles perfekt, aber ist schon nicht schlecht. Oh Gott, hier geht's wieder hoch. Ah, okay. Komm, jetzt haben wir ihn doch, oder?
Der ist so nah dran, den müssen wir haben. Jetzt aber. Jawohl. Harry Potter hat den Schnatz gefangen. Das war Quidditch mit Lee Jordan. Okay, jetzt müssen wir nur noch die Hufflepuff abziehen. Mit unserem Besenflick-Skill. Ich hoffe auch, der Rest vom Team spielt mit. Nicht, dass so ein McLaggen zum Beispiel das ganze Spiel ruiniert, indem er anderen Leuten vom Besen haut. Ah, hat Lee Jordan recht. Oh, what the fuck? Was ist da passiert? Lee Jordan ist aber gar nicht der Kommentator tatsächlich, ne? Oh, Alter, what the fuck? Der ist ja nämlich schon zu der Zeit von der Schule. Der ist ja in einem Jahrgang mit Fred und George quasi und für die beiden ist ja auch die 5. Klasse das letzte Schuljahr. Und deswegen wird im 6. Jahr immer ein neuer Stadionsprecher da gesucht im Buch. Und ich glaube, fürs erste Spiel ist das Zachariah Smith? Nee, doch, ja, ich glaube schon. Und fürs zweite Spiel ist es dann Luna Lovegood. Für das Spiel gegen Hufflepuff quasi. Die quasi komplett scheiße kommentiert. Aber sehr unterhaltsam. Für Ron Weasley zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das hier in dem Spiel auch drin vorkommt, dass McLaggen quasi irgendwie vom Besen haut mit dem Schläger. So, nice. Wir sind ein bisschen besser drin als am Anfang gerade. Jetzt sind wieder die perfekten Ringe am Start. Wow, Alter. Da haben wir mal einen Jäger vom Besen gehauen. Hupala. War aber wohl kein Foul, war nur grob fahrlässig. Oh, haben wir. Oh, haben wir den weggecheckt, ey. Oh, fuck. Ey, der Assi, wegen dem haben wir den Ring verpasst. Das ist nicht nett. Kann ich mal abhauen? Boah, Alter. Wir nehmen aber auch alles mit, was geht. Oh, nochmal ein kleines Stück durch den Wald? Na, nicht wirklich. Ja, der andere Sucher ist verschwunden. Hat der Stadionsprecher richtig erkannt. Das ist eine sehr männliche Stimme für Luna Lovegood, die sie eingesprochen hat. Ja, wir dürfen ihn gleich haben, ich meine. Sieht sehr eng aus. Der andere Sucher versucht es gar nicht erst mehr. Komm, Harry, du hast einen Feuerblitz. Jawohl, da hat er ihn. Easy Game, Harry Potter am Start. Das war spitze. Das war mega gut. Ihr wart alle großartig. Genau. Habt ihr doch gesagt, du sollst mich ins Tor lassen. Ron wird bald wieder auf dem Damm sein. Dann steht er wieder am Tor. Ja, tut mir leid, McLaggen. Das war ein gutes Spiel. Tut mir leid, McLaggen. Das war ein gutes Spiel. Tut mir leid für dich, aber du hast gut gespielt. Ich weiß, du würdest lieber schlecht spielen. Ja, hier haben sie es ein bisschen anders gemacht. Aber mal ganz ehrlich, wenn das so ein gutes Spiel war und McLaggen echt gut performt hat, dann gibt es halt echt keinen Grund, den nicht ins Tor zu stellen. Weil Ron hat halt noch nie gut performt. Alter, erzähl mir nochmal, wie das mit Lavender passiert ist. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Sie scheint nur etwas verärgert zu sein. Komisch. Und du kannst dich an gar nichts mehr erinnern? Oh, Ron! Ist ja nicht meine Schuld. Ich wurde vergiftet. Muss irgendeine Nebenwirkung sein. Naja, du bist nicht der Einzige, der wieder gesund ist. Katie Bell ist auch wieder da. Ich habe sie in der großen Halle gesehen. Die Dann Katie. Können wir jetzt rausfinden, wer ihr das Halsband gegeben hat. Sie kann die uns sagen, Katie. Wer sie verflucht hat. Eines der wenigen Charaktermodelle, die es in diesem Spiel gibt. Boah, wie geil immer in Gryffindor-Gemeinschaftsraum diese unfassbare Nostalgie-Musik kommt, ne? Manche würden jetzt sagen, die haben die Themes, die alten Themes hier nochmal reingewurstet. Aber ich sage, die haben hier nochmal alte Erinnerungen reingewurstet. Und dafür bin ich EA dankbar. Ohne Spaß, die Musik, die sie für diese Spiele gemacht haben, ist einfach nur göttlich. Da kann man nichts sagen. Und ja, vor allen Dingen die für die ersten paar. Für 1 und 2 und auch noch 3. Die Menümusik von 3 ist ja sowieso der absolute Shit. Was stehen hier so viele Leute rum, ey? Ganz ehrlich, was habt ihr vor? Aber es ist eigentlich ganz cool. Immerhin ist das große Treppenhaus jetzt auch mal bevölkert. Auch wenn es nicht ganz so viel Sinn macht, dass hier so Hufflepuffs und sowas sind, ne? Eigentlich dürften hier nur Gryffindors sein, die auf dem Weg zum Schlafsaal sind. Das würde mich abfucken. Guck mal, als Hufflepuff gehst du hier einfach ganz entspannt irgendwo zur Küche, die hier irgendwo, vielleicht da unten oder so, ganz entspannt irgendwo rein, ja? Als Gryffindor musst du diese ganzen bewegenden Treppen wieder immer hin und her laufen. Das ist ja schon ein Abfuck. Schon ein bisschen unfair, ne? Da wäre ich lieber ein Hufflepuff. Am allerliebsten, weiß ich nicht. Ganz in den Kerker für die Slytherins ist auch nicht so geil. Mensch, hier ist ja viel los in der großen Halle, wa? Katie und ein anderes Mädchen, was wir nicht kennen. Hi, Harry.
Hi, Katie. Wie geht's dir, Katie? Die andere. Einen Moment, bitte. Ich weiß, was du fragen willst. Leider habe ich keine Ahnung, wer mich verflucht hat. Kommt noch irgendjemand rein? Ich habe versucht, mich zu erinnern, aber ich kann einfach nicht. Was guckt der denn so dumm? Hä? Was ist denn hier für eine Scheiße? Was ist denn hier gerade los? Da hinten steht eine, die dumm guckt, und dann da steht da auch noch einer, der dumm guckt. Sag schon, was du vorhast, Malfoy. Ich krieg's ja sowieso raus. Leute, das ist Draco? Das ist Draco Malfoy. Wieso jagen wir denn jetzt Draco? Aus welchem Grund? Hä? Okay, what the fuck? Damit haben wir jetzt echt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Boah, wie ich die Kurve nehme. Junge, das ist die Speedrun-Erfahrung, Draco, dass sie keine Schnitte gehen. Ich mach dich fertig. Und vorbeigehen noch die Dinger triggern. Easy game. Alter, wie der abzieht. Harry, du musst sprinten leveln. Gib Gas. Ja, da hast du natürlich dumm gelaufen, dass du da die Tür aufdrücken musstest, Malfoy. Oh, hast du nicht mit gerechnet. Schlechte Route gewählt, aber hier, die Kurven, die musst du cutten. Oh, das fand ich gut. Hat keiner gesehen. Oh Gott, ich habe ihn aus den Augen verloren. Warum jagen wir ihn denn jetzt? Er hat doch gar nichts gemacht. Er stand einfach nur dumm rum in der großen Halle und hat geguckt wie der letzte Mongo. Mit einem Gesicht, was überhaupt nicht fertig gerendert war. Und ich dachte, das wäre irgendwie ein ganz anderer Typ. Ah, hier sind wir. Lass mich einfach in Ruhe, Potter. Ja, es tut mir leid, Malfoy. Ich weiß auch nicht, was ich von dir will, ehrlich gesagt. Aber... Oh, ich muss ihn einmal anzaubern, dass er das einfach kriegt. Oh, nice. Gibt's eigentlich noch mehr Zauber außer Expelliarmus, Stupor und Levy Corpus? Jetzt mal ohne Witz. Levy Corpus ist ultra stark. Oh! Hat er sich auch so gedacht. Holy shit. Okay, ich bewege sehr schnell. Oh, er ballert uns ab. Oh, hä? Das habe ich gar nicht gedrückt. Egal. Expelliarmus. Also, Levy Corpus dauert halt viel länger als Expelliarmus. Also viel, viel länger. Wow! Der war mega knapp. Wie geil die beide ausgewählt sind. Oh, man kann die Klos auch wegmachen. Wie cool ist das denn? Oh oh. Oh oh. Die Klos sind gerade explodiert, dass da ein Zauber gegen geflogen ist. Komm, jetzt treffe ich die Klos nicht mehr. Wow. Was ein episches Duell hier. Oh fuck. Draco ist gar nicht mal so kacke. Oh fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Den habe ich nicht kommen sehen. Nee, der killt mich jetzt. Oh oh. Ach, get wrecked, Draco. Da bringt dir auch Expelliarmus nichts. Kruzi, Sektum Sempra. Kruzi. Bester Zauber. Fass mich nicht an, fass mich bloß nicht an. Ja, auch das ist sehr Sie gut gemacht. Sie müssen sofort in den Krankenflügel. Und nun zu Ihnen, Potter. Wo haben Sie diesen Zauber her? Snape macht einfach nichts. Ein Buch der Bibliothek. Lügner. Lügner. Sie werden mal ihre Schulbücher alle zusammensuchen und Wie mir geil. Sofort hierher bringen. Snape macht einfach gar nichts. Er steht einfach da. Also habe ich Snape stattdessen Sie müssen in den Krankenflügel. Und du hast einen Zauber auf Draco gewirkt, den du nicht kanntest? Ich wollte Richtig. Es ja gar nicht. Er wollte mich gerade verfluchen und da habe ich einfach... Du musst dieses Buch loswerden. Und ich weiß auch schon, wo du es verstecken kannst. Wo denn? Wo denn? Ich will's wissen. Im Raum der Wünsche. In dem Raum der Wünsche. Mensch. Genau der richtige Ort, um etwas aufzubewahren. Oh, oh Gott, ist das... Oh. Oh. Der Cringe, er ist zu stark. Jetzt wird es niemand finden. Oh, das ist echt heavy. Ich habe auch ein Geheimnis. Oh, hör auf, Ginny, du machst es nicht besser. Oh, ist das awkward, lol. Ich dachte für einen kurzen Moment, jetzt kommt da die Todesser rausmarschiert. Was? Das Buch versteckt. Tu mal nicht so, Harry. Ja, irgendwo im Raum der Wünsche. Selbst ich weiß nicht mehr, wo es ist. Also, ich halte das für das Beste. Einfach einen unbekannten Zauber auf jemanden anwenden. Ich weiß. Wenigstens kannst du dich jetzt auf deine Aufgabe für Dumbledore konzentrieren. Bis jetzt hast du noch kein Glück gehabt, oder? Nein. Aber vielleicht ist Glück ja genau das, was ich brauche. Oh, Harry, du Genie. Die Konversation war wow. Ey, ganz ehrlich, dafür liebe ich dieses Spiel, ne? Für diese Konversation. Wird auch Zeit, dass ich etwas Glück habe. Ja, sauf deinen Scheiß. Habt ihr es getan, Ginny und du? Fuck, woher weiß er das? Wie geht die Mucke sich jetzt und? Auch verändert? Wie fühlt es sich an? Ausgezeichnet. Ich glaube, ich gehe mal runter das zu den Kräuterkunde-Gedächtshäusern. So awesome, ey. Du solltest Slughorn suchen, Harry. Trau mir, ich weiß, was ich tue. Oder zumindest weiß es Felix.
Für die beiden so richtig lame und für Harry spielt die Party. Aber jetzt beende ich erst den Part und die absolute Party geht dann erst nächstes Mal weiter, würde ich sagen. Wenn es dann wieder heißt, Harry Potter und der Halbblutprinz, ey, ohne Spaß, der Part war unfassbar geil. Ich habe selten so viel Spaß gehabt beim Harry Potter Spiel. Das ist echt cool. Das ist echt einfach nur nice, das Spiel. Hier sehen wir nochmal die Statistik, wie viel wir schon haben. Schon mehr als die Hälfte. Schon deutlich mehr als die Hälfte. Easy. Und, wir haben genau die Hälfte. Pff, okay, das schneide ich raus. Bis zum nächsten Mal.